Hallo, meine lieben Freunde, mein Name ist Antoine Richard und schön, dass ihr eingeschaltet habt. In diesem Video soll es um das Thema Dichtestress gehen. Ja, Dichtestress. Vielleicht noch nie gehört, dann ist es ganz gut, dass du eingeschaltet hast. Denn Dichtestress ist ein Thema, das eigentlich kaum zur Sprache kommt oder das man in den Medien kaum irgendwie sieht. Dichtestress, was ist das? Also Dichtestress ist der Stress, der entsteht durch eine bestimmte größere Menge an Individuen auf einer bestimmten Quadratkilometer bzw. Quadratmeter Fläche. Der Dichtestress ist genauso einfach, wie er komplex ist. Das Einfache am Dichtestress ist, dass es praktisch, kann man sagen, eigentlich eine Art mathematische Formel ist. Das heißt, je mehr Individuen, und dazu zählen auch zum Beispiel Tiere, sich auf einer bestimmten Fläche befinden, desto größer ist deren Dichtestress. Das heißt, je größer die Dichte der Individuen ist, desto mehr stresst das die einzelnen Individuen. Dieser Dichtestress spielt eine immer größer werdende Rolle in unserer Gesellschaft, da also es hat zwei Gründe, zwei Faktoren oder sogar drei Faktoren, wenn man Deutschland speziell betrachtet. Faktor Nummer eins ist einfach, dass die Bevölkerung auf der Erde anwächst und zwar exponentiell. Das heißt, sie ist im Laufe der Menschheitsgeschichte immer gewachsen, aber das Wachstum pro Jahr sozusagen verdoppelt sich, kann man sagen, fast, ne? Und wir steuern also auf eine sehr große Anzahl an Einzelindividuen auf der Erde an. Das heißt, die einzelnen Individuen haben natürlich immer weniger Fläche für sich selbst zur Verfügung. Es gibt immer mehr Gebiete, ja, wo der Mensch ist und wo von diesen einzelnen Individuen immer mehr sind. Ja, der zweite Faktor ist eine zusätzliche Verdichtung dieser einzelnen Individuen auf Städte. Das nennt man auch Urbanisierung. Das ist ein Faktum, das schon lange sich immer mehr manifestiert. Es ist auch kein Ende abzusehen. Das heißt, es werden immer mehr Menschen in Städte ziehen. Merkt man ja auch an den Wohnungspreisen. Und immer weniger sind dafür dann auf dem Land. Beziehungsweise werden sie durch das anwachsende Bevölkerungswachstum dann auch wieder aufgefüllt. Ja, und der dritte Aspekt, der ja natürlich jetzt für Deutschland gilt, durch Migrantenzuströme, Flüchtlingszuströme sind wir natürlich noch mehr Menschen. Ja, was ist das Problem bei diesem Dichtestress? Ja, also Dichtestress hat körperliche Auswirkungen, das heißt, den kann man messen, der ist auch wissenschaftlich erwiesen. Und das geht bei Tieren zum Beispiel so weit, dass sie ihre Jungen vernachlässigen, dass sie Nierenversagen kriegen, dass sie also höchst stressbedingte Anzeichen körperliche haben, die also bis zum absoluten Austicken und zum Tod sogar führen können, je nachdem, wie dicht diese Individuen sind. Und das liegt also in ja, der Genetik der Säugetiere begründet, die soziale Wesen sind. Das heißt, alle Wesen, die sozial funktionieren, brauchen zwar einerseits eine gewisse Nähe und den Kontakt zu anderen Individuen, wenn dieser Kontakt aber aufgezwungen wird, dann geraten sie in Stress, weil sie von sich aus genetisch angelegt den Wunsch zur Interaktion haben und das Unterdrücken dieser Interaktion ist für die Individuen mit Stress, also mit Energieaufwand bzw. Arbeit verbunden. Ein gutes Beispiel dafür ist also die Vermeidungsstrategie, die viele Städter mittlerweile entwickelt haben, um der Interaktion zu entgehen. Wenn man also jetzt ein Städter und jemand, der richtig auf dem Land lebt, wo ganz wenige Menschen vielleicht sind, vergleicht, stellt man also Folgendes fest, wenn die beiden also eine Straße entlang gehen, dann ist es also vollkommen normal, wenn also der Landmensch einen anderen Landmensch, den er irgendwo sieht, grüßt. Vielmehr sogar ist es so, dass sie sich wahrscheinlich kennen oder ja, sich auf jeden Fall ansprechen werden und sich vielleicht sogar unterhalten werden. Und wenn das einer von den beiden nicht tut,
ist irgendwas komisch. Also da würde sich der andere dann jeweils wirklich wundern. Und wenn man sich jetzt das noch krasser vorstellt, dass man vielleicht irgendwo in der Einöde ist, wo überhaupt kein Mensch ist, also in der Wüste, in den Bergen oder sonst wo, und man trifft dann zufällig auf einen Menschen, dann wäre es also wahrscheinlich vollkommen normal, wenn man sich mit dem sogar hinsetzen würde und auch ein ganz langes Gespräch führen würde. Was machst du hier? Wo kommst du her? Toll, dass ich dich treffe und so weiter. In der Stadt dagegen ist es aber so, dass die Menschen also den Blickkontakt sogar vermeiden. Also sie versuchen also keinen Kontakt aufzunehmen, im Fahrstuhl, im Bus, senken sie den Blick und versuchen also dem Kontakt auszuweichen. Kann man ganz leicht beobachten. Das machen Menschen, weil sie sonst in Stress kommen. Dieser Stress äußert sich bei Menschen in den klassischen Stresssymptomen, also erhöhter Herzschlag, Schweißbildung, Kopfschmerzen, Rückenschmerzen, angespannte Muskeln. Und je länger dieser Stress also fortbesteht, desto gefährlicher wird er eigentlich für den Körper. Und das kann dann bis zu den klassischen Burnout-Symptomen, Depressionen und so weiter führen. Ich komme auf dieses Thema, da ich ein Stadt- und ein Landkind bin. Also ich habe also in der Stadt und auf dem Land gewohnt. Und momentan wohne ich also in einer relativ urbanisierten Gegend. Ich bin aber, wie viele von euch vielleicht wissen, ein Hundebesitzer. Beziehungsweise ich habe in meinem Leben immer Hunde gehabt. Hunde, mit denen muss man natürlich spazieren gehen. Und das ist so eine Tageszeit, da kann man mal abschalten, da bewegt man sich. Und da ist man ganz gerne vielleicht auch irgendwo, wo man alleine sein kann. Wo man Naturgeräusche hören kann, runterkommen kann. Ja, und das wird also zunehmend schwerer an dieser urbanisierten Gegend. Das kann man also beobachten, habe ich im Laufe meines Lebens beobachtet, dass das also immer weniger Stellen gibt um die Stadt herum, wo man eigentlich hingehen oder hinfahren kann, wo man dann vollkommen ungestört ist. Oder um es anders zu sagen, überall läuft irgendein Depp, irgendein Wichser rum. Und man hat einfach seine Ruhe nicht. Ich habe also sogar versucht, dieses Video jetzt hier an einem relativ ruhigen Ort aufzunehmen. Es ging dann überhaupt nicht. Fahrradfahrer, ein Angler, ein Jogger, ein anderer Hundebesitzer, eine Familie. Überall war irgendjemand dann doch. Ja, natürlich ist es so, dass man selbst natürlich für jemanden jeweils anderen natürlich auch dann sozusagen ein Störer ist in dieser ruhigen Gegend. Das heißt, man kann sich ja selbst da nicht ausnehmen. Man ist ja auch nur ein Mensch. Man beobachtet also immer mehr, dass es schwierig ist, Orte zu finden, wo man, auf gut Deutsch gesagt, einfach mal seine Ruhe hat. Und das ist ein Problem, das viel zu selten angesprochen wird. Und zwar vor allem deshalb, weil es also ganz tief im Menschen verborgen liegt, dass er das braucht. Man beobachtet ja auch immer mehr sogenannte Zivilisationskrankheiten, also Burnout, Depressionen, Essstörungen, Somatisierungsstörungen, wie zum Beispiel Kopf-, Rückenschmerzen, Magenschmerzen, die vielleicht keine körperliche Ursache haben. Und es ist also möglich, dass das also da eine viel größere Rolle spielt, als wir bisher geglaubt haben. Ja, mich würde natürlich interessieren, was ihr zum Thema dichte Stress zu sagen habt oder ob ihr selbst Erfahrungen mit dichte Stress habt, schreibt es unten in die Kommentare. Habt ihr vielleicht auch Lösungsvorschläge? Denn ich bin ja immer jemand, der versucht, die Sachen auch kreativ und optimistisch anzugehen und zu sehen, gibt es vielleicht Lösungswege, Möglichkeiten, trotz Bevölkerungswachstum diesen dichte Stress runterzufahren, zu vermeiden, Menschen vielleicht Orte der Ruhe, der Einsamkeit zu schaffen oder garantieren zu können, obwohl unsere Bevölkerung so krass anwächst. Schreibt unten in die Kommentare, würde mich sehr interessieren. Wenn ihr noch kein Abo dagelassen habt, dann könnt ihr das hier machen. Und wenn ihr dieses Video mögt, dann würde ich mich über einen Daumen nach oben natürlich freuen, denn das ist der schönste Lohn des YouTubers. Ja, das war Antoine Richard. Vielen Dank fürs Zuschauen und am Schluss noch ein interessanter Fakt, der mit diesem Video nichts zu tun hat. Auf dem Jupiter tobt ein Sturm. Dieser Sturm ist der größte bekannte Sturm, den man auf irgendeinem Planeten gesehen hat. Das ist so ein krasser, mega Riesensturm, dass das kaum vorstellbar ist. Innerhalb dieses Sturmes toben
Temperaturen und Winde, die unvorstellbar sind. Bis zu 1500 Grad, Winde, die dreimal so schnell sind als jeder jemals gemessene Wind auf der Erde. Aber das Krasseste an diesem Sturm ist seine Größe. Nämlich die Größe dieses Sturms, also der Durchmesser, das kann man also mit Satellitenbildern bzw. Bildern aus dem Weltall, ihr wisst, was ich meine, sehen. Der Durchmesser dieses Sturms ist also so groß, dass die gesamte Erdkugel da dreimal reinpassen würde. So long, salut, passt gut auf euch auf.